Nachmittag. Mein Kollege Schacki, mit dem ich gleich auf der Bühne die nächste Show rocken werde, hat mir gerade gesagt, ich bin müde. Bemitleide ihn bitte, einmal ganz kurz. Was machst du jetzt, Schacki? Das ist ja so ein bisschen Preview, weil wir fangen erst um 15 Uhr an. Nachher sagen manche, die dann kommen, wie seid ihr schon früher angefangen? Ist meine Chance gesunken, etwas zu fangen bei euch? Was passiert? Schacki, guck mal, einfach so mal so unter uns, was los? Was passiert? Naja, der Tag hat für mich schon damit angefangen, dass ich mir mal quer auf die Bühne gelegt habe. Also auch unabsichtlich und schnell, also nicht im Sinne von Schlafen. Also, Schacki ist heute Morgen gestürzt. Ich finde, man kann auch sämtliche Dinge, die er jetzt gleich einfach sagt, auch mit ein bisschen Mitleid begleiten. Also, Schacki, nochmal, was ist heute Morgen passiert? Ich bin umgefallen. Und dann? Was ist dann passiert? Dann waren wir aufgestanden und weitergemacht. Also machen wir jetzt eine Show bald, oder? Ne, wir sind noch zu früh dran. Es ist 14.05 Uhr. Okay, naja, was machen wir dann bis dahin? Was machen wir bis dahin, Leute? Wir machen was ist los? Wir brauchen das Verpflegung verteilt. Ja, eine Pre-Show machen wir. Ich habe gerade ein paar Schoko-Sachen verteilt. Weil wir haben hinten echt ungelogen. Ich komme heute ein super Team. Sie hören das wohl gerade gar nicht, dass wir sie erwähnen. Doch der Nils, na, der Mann kümmert sich um den Ton. Die sieht man gar nicht. Aber ohne die würden diese Shows nicht laufen. Und wir trinken halt relativ viele normale Sachen tagsüber. Also, dann haben wir viele Pfandflaschen, die wurden weggebracht. Aber anstatt dann so viel zu sagen, wir holen mal nochmal neue Getränke, wurden nur, nur Süßigkeiten geholt. Da glaubt ihr nicht. Schacki, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Und ich hol mal kurz, ich hol mal die Kiste. Um dann einfach, ja, Schwank aus meiner Jugend. Wer von euch war schon mal in Österreich? Da hört es ja schon aus. Ja. Wer von euch will noch nach Österreich? Sehr gut, das passt. Okay, also schöne Geschichte aus meiner Jugend. Bei mir gibt es viel Wasser, ich komme von der Donau. Und hier ist schon wieder der Tobi. Tobi Donau ist ein guter Übergang. Ich finde so der Blick hinter die Kulissen, der macht auch mal Sinn. Und die Kiste ist, das erstaunlich ist, da ist schon ein Drittel raus im Vergleich zu heute Morgen. Ja, heute Morgen, die Kiste war gestern leer, also die war vorher leer. Das hier wurde für unser Gegenpfand eingelöst. Das ist schon ziemlich viel, oder? Das machen wir bis Sonntag nur leer. Und ich habe auch mal was Gescheites gelernt. Naja? Lernt von euch jemand was Gescheites oder hat mal was Gescheites gelernt? Wer hat nur Unsinn gelernt und irgendwie ist eh alles jetzt zu spät? Ich habe Sport studiert und deswegen muss ich auch abgeschlossen übrigens. Ne? Deswegen kannst du so gut werfen. Ne, deswegen kann ich so gut ungesunde Sachen raushauen. Weil das geht echt nicht. Guck mal, der Jan, ich glaube, der hat das schon verinnerlicht. Der sitzt da hinten, der hört das jetzt auch gar nicht, weil die Akustik auf der Bühne, der greift hier so rein und sagt, ja, ihr habt ja gleich den nächsten Durchgang, ich verpflege mich schon mal dafür. Wirklich, hauen die da so maßlos die Sachen rein, das geht nicht, ne? Wer möchte denn so einen Schokoriegel fahren? Wir haben 3 Minuten jetzt, so ein paar Süßigkeiten rauszuhauen. Wer schaut hier ein bisschen verpflegungsbedürftig aus? Kurze Gewinnspielfrage an den Herrn mit dem schwarz-weißen... Mit der schwarz-weißen... Was ist das für ein Tier? Panda. Wie heißt das? Interessant. Ich glaube, das ist Vorrang am Rompa. Ist das so? Ja, okay, passt. Was ist das? Na, egal. Weiß ich nicht. Wie oft Zähne putzen am Tag? Mindestens 2 Mal. Aber ja, hast du gewonnen. Wunderschön. Musst du aber auch machen dann, ne? Dann wissen die Kinder natürlich auch. Du zeigst gerade auf, warum? Weil du kennst, habt ihr bei euch zu Hause so ein geheimes Süßigkeitenversteck? Oder wo deine Eltern denken, dass das geheim ist, aber das ist eigentlich gar nicht geheim, weil du weißt, wo das ist? Ja. Bei uns ist so ein Phänomen. Wir haben drei kleine Kinder zu Hause. Die Jungs, die sind 8 und 10. Die machen das eigentlich ganz geschickt. Die haben allerdings immer einen Fehler dabei. Wenn die Tüten leer sind, dann im Schrank, lassen die die leeren Tüten drin. Und dann würde keiner von... Also, weder Mama noch Papa würden jemals eine leere Tüte im Schrank lassen, wenn sie was rausholen. Und dann fällt es uns immer auf. Ich glaube, mir würde das gar nicht auffallen. Also, wenn du was klaust, den Müll auch entsorgen. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema, Schacki. Denn was wollen wir nicht? Zu viel Müll auf der Gamescom. Also, wir wollen jetzt hier natürlich, weil wir sehen ja auch hier, da wurden hier zum Beispiel Weingummi-Tütchen geöffnet. Wir hauen gleich ein paar Chips raus, Weingummis und so weiter.
Bitte Leute, es gibt Mülleimer und man kann das Ganze wirklich entsorgen. Man muss nicht einfach denken, dass hier unser Rasen Mülleimer ist. Da sitzt ihr zwischendurch, um zu warten. Ja, das ist, glaube ich, Ehrensache. Ne? Jeder räumt seinen Müll dann auch weg. Sehr gut. Okay, wir haben noch eine Minute. Komm, Schack, wir hauen ein paar Sachen raus. Hinten, die Jungs kriegen schon Schnappatmung, weil die wollen unbedingt Süßigkeiten. Aber wenn wir schon in Köln sind, gibt es ein paar Kamelle, ja? So, Hände hoch, Hände runter, Hände hoch, Hände runter, Hände hoch, einmal drehen. So, jetzt stellt euch die Frage, was mache ich hier gerade? Sport. So, Hände hoch zum Fang, komm. Einmal eine schnelle Süßigkeitenrunde für euch. Ich hoffe, das Team verzeiht mir das, aber das ist einfach zu viel Zucker hier, was wir hier im Team haben. Das müssen wir auf jeden Fall mit euch so ein bisschen... Oh, Entschuldigung. Verzeih mir, ich hab dich abgeholt. Oh. Ja, mit nach alle. War das Herz ergreifend schon, ne? Wer mag das denn? Ach, du warst dann. Ich dachte, gut. So, du gut, ich will Kinderriegel. Lion Kokosnuss gibt es auch noch. Wer mag den Kokosnuss? Guck mal, da kannst du. Oh, es ist 15 Uhr. Chucky, tut mir leid. Komm ja noch ganz schnell nochmal eine Runde. Zack. Muss eine Begleitung. Ich weiß, wo die Kiste hinten steht. Chucky, wir müssen Backstage, wir müssen Dramaturgie aufbauen. Wir müssen darauf bauen, dass das Publikum gleich direkt von der ersten Sekunde an am Start ist, damit wir auch was raushauen können. Komm, Chucky, wir gehen wieder zurück Backstage. Moin moin. So, mal gucken. Dann, ey, dieser Vorhang hier. Pass auf, wenn den hier zusammengeschustert hat, ich weiß auch nicht. Ach, ist das schön hier hinten. Super. Chucky, bist du denn bist du stark da für unseren nächsten Durchgang eigentlich? Man kann immer nur sein Bestes tun, ne? Ja, sehr. Du gibst dir immer alles. Ja, bei mir ist es so, ich bin ja unfassbar nervös, wenn ich auf die Bühne gehe. Für mich ist es genau immer das erste Mal, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich brauche da auf jeden Fall eine gute Stimmung. Ich bin mir nicht so sicher, wie viele partywütige Leute wir gerade draußen haben, ob die auch wirklich gut draus sind. Ich kann nämlich nichts hören. Ja, ich meine, was kann man da machen, um rauszufinden, ob die Leute eine Partystimmung haben? Ich weiß nicht. Pass auf, wir sind jetzt mal ganz leise. Wir sind mal ganz leise, Schatti, und hören einfach mal. Vielleicht hören wir ja schon was. Ja. Komm. Also ich habe auch nichts gehört. Komm, wir essen noch einen Schoko. Chucky, ich glaube, es sieht gut aus. Überzeugen wir uns doch mal davon, wenn wir rausgehen und sagen 15:02 Uhr an diesem schönen Samstagnachmittag auf der Gamescom. Herzlich willkommen am Stand vom Landwirtschaftssimulator. Wie geht's euch? Ah, ist das schön. Vollkommen, also ich bin überrascht, wie viele hier jetzt schon sich versammelt haben. Das hätte ich fast nicht gedacht. Nee, es ist immer wieder schön, wenn du auf die Bühne kommst und generell auf einmal voll. Warum nur? Merkst du, ne? Feuer. Und alle so, was? Absolut Feuer. Warten jetzt, wo ist der Enthusiasmus jetzt? Ja, fragen wir mal kurz eben in die Runde. Wer hat denn in den letzten 3 Jahren die Gamescom sehr vermisst? Hat jemand von euch bei der digitalen Variante gegrölt? Gab's sowas? Habt ihr? Zu Hause? Heiße Hüte! Und hast du gedacht, wieso kommt denn keiner? Ich schreie doch hier. Wer von euch freut sich, dass wir endlich wieder hier zusammenkommen, wie eine Familie und gemeinsam Spaß haben? Ah, das ist schön, ja. Wer ist denn tatsächlich Familie? Wo sind denn... Oder wer ist alleine hier? Wer ist alleine hier? Wer ist mit Freunden hier? Wer ist mit den Eltern hier? Wer ist mit den Kindern hier? Das jetzt, hast du gesehen? Das haben jetzt mehr Eltern aufgezeigt als Kinder. Also die Kinder, wer ist mit den Eltern hier? So 3 Hände gehen hoch. Wer ist mit den Kindern hier? 30 Hände gehen hoch. Die Eltern sind noch größer, ne? Ja, das ist so. Aber ich glaube,
man muss sich niemals für die Eltern schämen. Ganz im Gegenteil, man kann sich freuen, dass man so coole Eltern hat, oder? Die hier bereit sind, auf der Gamescom mit dabei sind. Hier vorne in der ersten Reihe stehen. Großer Applaus für alle Eltern, die heute mitgekommen sind. Das ist Wahnsinn. Das ist super. Und eure Eltern haben aber eine große Bitte, und das haben sie uns noch nicht mal gesagt, sondern das spüre ich. Bitte sorgt dafür, dass unsere Kinder wohlbehalten später auch wieder zu Hause ankommen. Das ist ganz wichtig. Ja, das bedeutet, dass wir aufeinander Acht geben. Ja? Jakob zum Beispiel, du stehst jetzt ja hier in der goldenen Mitte. Ja? Du siehst aber auch um dich herum relativ großgewachsene, bis auf den letzten Muskel durchtrainierte Menschen, die durchaus in der Lage sind, mit einem dreifachen Flickflack gleich so einen Strohhut aus der Luft zu pflücken. Das kann aber mal anderweitig ins Auge gehen. Ja, also bitte, liebe Kinder, auch wenn ihr in der Mitte sein wollt, wenn das deine Bodyguards sind, na, dann bleibt da stehen. Kennst du die? Nee, ne, hast du noch nie gesehen? Dann musst du sie entweder jetzt engagieren oder dir überlegen, ob du vielleicht doch lieber ein bisschen an der Seite mit dabei bist, ja, weil es wird gleich richtig voll. Das kann ich euch sagen. Auch hier vorne. Das Gefährliche hier vorne an der Bühne für die Kinder ist, wenn von hinten gedrückt wird, dann kann das auch wehtun. Ne? Wir wollen nicht, dass die Kinder eingeklemmt werden. Jakob, setz du dich doch einfach hier auf die VIP-Loge. Hier, ne, hier oben, so, genau. Ja, dann bist du geschützt. Ja. Möchtest du auch dazu? VIP, ne, du bleibst dein Papa. Der hatte auch so ein Kreuz. Ne? Ist der, wer ist sportlicher, Papa oder du? Ich. Hätte ich jetzt aber, ich hätte gedacht, mindestens gleich sportlich. Chucky, wir wollen auf jeden Fall mit Rosie jetzt gleich einen kleinen Durchgang machen, wollen aber natürlich vorher auch mal über den Landwirtschaftssimulator sprechen. Wie lange spielst du denn schon den Landwirtschaftssimulator? Da sind wir mit 2017 dazugekommen, mit der Nintendo Switch-Version. Das ist nicht mehr so, noch nicht so lange. Also relativ spät, wer ist schon länger dabei von euch? Dein erster Landwirtschaftssimulator war 2008. Wer bietet ja mehr? Mehr wird schwierig. Ja, mehr wird schwierig, denn er bietet grundsätzlich mehr. Ja. Bei welchem hast du gestartet? 9. 9? Also, der 8er, also eigentlich bist du von Anfang an mit dabei. Kann man so sagen. Hast du den 22er hast du? Ja? Hattest du alle bisher? Ja, alle. Wow. Noch jemand? So jedes Mal immer wieder dabei gewesen? Wer von euch weiß denn schon, worum es in der neuen Platinum Edition geht? Ja, einige haben sich schon damit beschäftigt, nicht alle. Wir haben uns ja entschieden, dass wir diese Präsentationsdurchgänge, wir könnten die natürlich ausschlachten, wir könnten euch jetzt 45 Minuten lang, ja, hier vorne sitzt schon der Niklas, der sich auch einen Applaus verdient hat, der zeigt uns jetzt noch kurz ein bisschen Gameplay. Wir wollen aber mit euch ein bisschen feiern, das heißt, ganz kurz, Platinum Edition. Verspricht, der ist ja sehr verheißungsvoll, ja? Platinum. Ist schon ein sehr, sehr gutes Metall. Aber was steckt dahinter? Was erwartet mich? Platinum, da geht es um Kleinholz. Und zwar genau genommen um Forstwirtschaft. Wir haben unter anderem aber John Deere, Baumsägen dabei, Impex kommt dazu und ganz groß Volvo. Forstgeräte, Lastwagen und Niklas, zeig doch mal deinen roten hier. Ein wunderschöner kleiner Oldtimer. Und Wenn ihr was Neueres haben wollt, Volvo hat da im Juni was angekündigt, das wird dann im November bei uns auch im Spiel unterwegs sein. Das ist der Volvo N200, der Highlift, ein richtiges Monster, das richtig viele Baumstämme auf einmal packen kann und auf einen Trailer drauf laden kann. Hier zeigt der Niklas den auch schon her. Und das Ding ist riesig. Die Zange, die passt da nur so zwei Drittel rein und ich bin schon fast 2 Meter groß. Also das Gerät ist schon ziemlich groß. Das Schöne ist, innerhalb hat er noch eine Zange. Chucky, ganz kurz, gibt es ja sicher. Platinum Edition, gibt es da Hüte? Ja. Ich weiß nicht, ob es Hüte geben wird, aber es gibt auch neue
Sachen zum Anziehen für deinen Farmer. Haben wir ja auch neu im 22er. Du kannst jetzt den Farmer entsprechend customizen, anziehen und dann wird es auch wieder ein paar neue Sachen geben. Aber ich sehe schon, du hast schon so zittrige Hände. Du willst schon irgendwie was mit den Hüten machen hier. Nein, also natürlich, du kannst gerne das auch ein bisschen begleiten. Ich finde das ja... Ja, wir kommen da wieder zurück, ne? Die Art und Weise, wie man überhaupt an das Holz kommt, ja? Was ja, ist dafür das Gerät, das ist so cool. Der kann nicht nur einen Baum ziehen, der kann zwei Bäume fällen und rumfahren damit. Damit kann man überall hinfahren, zur Sägemühle oder einfach aus dem Wald rausziehen oder zum Supermarkt oder ins Kino, wenn ihr wollt. Würde nicht empfehlen, aber man könnte. Wer von euch sowas schon mal im echten Leben gesehen? Tatsächlich? Echt? Doch so viele? Ja! Es gibt ja auch ein Seilzug? Ja, ein Seilkran. Oder Seilkran? So im Englischen genannt Yarda. Ich mache immer Witze, dass es ein Skilift ist. Ist es nicht. Aber es ist absolut cool. Mit dem Gerät fährt man in Gelände rein, wo man mit einem Fahrzeug nicht hin kann. Du stellst es in der Nähe ab, bringst das Seil oben an einem Baum fest. Damit kannst du bis zu zwei Baumstämme, je nach Gewicht, dann hochziehen aus dem Hügel raus, wo du dann wieder hin kannst mit einem Schlepper. Niklas macht uns das ganz schön vor. Und er verbindet sich dann dynamisch auch mit Bäumen, sichert das Ganze, damit es nicht so wackelt. Und das Ding ist absolut toll, hat aber einen Folgemodus, fährt dann quasi mit dir hin und her, der Schlitten, so wie ein Hund. Ja, finde ich überragend. Also ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Keine Ahnung, also man lernt auch nie aus. Und gerade beim Landwirtschaftssimulator, deinen lieben Kollegen, den Lars, habe ich auch schon mal gefragt, ob denn der Landwirtschaftssimulator irgendwann an einem Punkt angelangt sein wird, wo es einfach auch nichts Neues mehr gibt. Da meinte er, das, was wir an Ideen haben, das wird zumindest schon mal für die nächsten 30 Jahre reichen. Und ja, die Landwirtschaft Minimum schläft natürlich nicht. Landwirtschaft entwickelt sich auch immer weiter. Ja, wo ist die Kuh? Hier kommt schon hier die nächste Fangfrage. Wo ist die Kuh? Rosie habe ich versprochen für diesen Durchgang. Und ihr werdet Rosie auf jeden Fall auch sehen. Also, macht euch da keine Sorgen. Rosie wird kommen. Ich hau mal kurz eben drei Hüte schon mal als kleines Warm-up drauf. Wir müssen ja nur vorher was machen dafür, oder? Sollen wir zwei Teams machen? Ich glaube, bei dir auf der Seite ist ganz okay. Bei mir. Machen wir das. Ja? Aber bei dir ist schon relativ, ist schon sehr voll, ne? Ja. Schaffen wir das? Können wir da mithalten? Können wir das schaffen? Nur er geht schon extra rüber und sagt so, nee, ey, auf gar keinen Fall. Und hier vorne auch wird schon so, geh da rück doch noch mal ein bisschen, ich will auch noch hier rein. Okay, so. Wir machen jetzt hier die goldene Mitte. Entweder geht er rüber zu Shaki oder zu mir. Aber wollen wir mal schauen, wer die ersten drei Hüte bekommt. Ja, wie stellt man das fest? Wie stellt man das fest? Ja, lautstärkemäßig. Lautstärke, wie die Stimme. Ihr sagt La und wir sagen Wie. Oder wollt ihr andersrum? Wir werden es mit Land und Wirtschaft. Das ganze Wort. Das ist relativ komplex von der Anforderung her. Es ist Samstag, es ist Gamescom. Nee, wir machen mal lang. La, wie? Wie? La, wie? Wir können auch La, wie? Wir können auch Sharky. Nee. Na komm, geht nicht um mich, geht um Landwirtschaftssimulator. Genau. Also, wir sind Team La, ihr seid Team Wie. Also ihr könnt es, Wie, das ist so einfach. Kriegen wir hin. Komm, wir fangen. Seid ihr bereit? Wenn die Lautstärke passt, dann kommt Rosie auch. Die ist nämlich schwerhörig, der muss halt auch hören, dass wir hier draußen sind. Okay. Seid ihr bereit? Sind die Mädels auch bereit? Hier vorne ist ja so, na, ich weiß noch nicht so genau. Lass einfach alles raus. Das ist hier nach dem Durchgang, hat jeder vergessen, dass ihr überhaupt hier wart. Außer wir. Wir merken uns alle Gesichter. Okay. Merken wir alles. Seid ihr bereit? Und... Und jetzt hier, wie? So, wer ist der Meinung, dass wir deutlich lauter waren? Und wer glaubt, dass wir hier lauter waren? Ja, müssen wir nochmal die Gegenfrage stellen, wer glaubt, dass die anderen leiser waren? Und glaubt ihr, die anderen waren leiser?
Wer glaubt, dass er oder sie die beste Autofahrerin, der beste Autofahrer ist? Wer glaubt zumindest, dass die anderen schlechter fahren? Wer von euch kann besser Traktor fahren? Oder glaubt es zumindest? Und ihr glaubt, die anderen können schlechter Traktor fahren? Ah, das geht ein bisschen lauter, oder? So. Zurück von der Kategorie bedeutungsschwanger, aber inhaltsleer. Kommen wir wieder zum eigentlichen Punkt. Also wir waren deutlich lauter, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich ein Fan. Also pass auf. Machen wir noch einmal, ich gehe mal kurz eben auf beide Seiten, damit ich auch wirklich, damit ich nichts Falsches sage. Komm, nochmal ein so auf 80%. Jetzt eben ein auf 120%. Ja, das ist jetzt ein gutes Unentschieden. Jetzt war gut. Ja schon, ist schwer zu entscheiden. War gut. Also ein ganz kleiner Applaus für euch. Ja, hi. Komm mal hier. Einmal linke Hand so angewinkelt, so. Rechte Hand und einmal nur aus dem Handgelenk. 3, 2, 1. Rein. Okay. Drei Hüte gehen raus. Letzte Runde. Seid ihr bereit? Nee, ich will, nee, ihr müsst erstmal nochmal ändern. Hat noch nicht gereicht. Die waren echt gut. Auch wenn sie nicht gut genug waren, waren sie gut. Okay, komm. Letzte Mal Kräfte mobilisieren. Das klang schon sehr gut. Soll ich raushauen jetzt hier? Schon sehr gut, aber könnte auch besser, oder? Was meinst du? Ah ja, ich hab schon. Ich habe gehört, ihr werdet an anderen Stellen Ständen richtig gequält, um überhaupt was zu bekommen. Ist das so? Ist das so wirklich? Weil ich habe wirklich, ich war ganz überrascht, ne? Als dann jemand kam heute und sagte, ah Tobi, ey, danke übrigens, ey, jedes Jahr immer wieder kommen wir zu euch, das ist so super, weil ihr haut das Zeug einfach raus. Ich dachte immer, wir sind relativ streng und erwarten da viel für, aber ist es so, es wird woanders, wird da weniger rausgegeben, man muss noch mehr dafür tun? Dann sollten wir grundlegend was ändern hier. Ich glaube, wir sollten nochmal großzügiger sein. Ist das so ganz unnötig? Okay, wer findet Großzügigkeit okay? Pass auf, Jakob, du nimmst mal einen Hut. Komm mal hier in die Mitte. Ja. Jakob, jeder Assistent von uns bekommt natürlich sowieso einen Hut. Ne? Und dann machen wir einfach, ihr bekommt einen, die Mitte bekommt einen und ihr bekommt auch noch einen. Und dann geht's los mit unserer Challenge auf der Bühne. Oh, schade. Moment. Choreografie, wenn dann einheitlich. Rechter Arm. Wie viele überlegen müssen, wo ist er nochmal rein? Ach ja, stimmt, das ist so. Ich weiß, wenn wir beim Bauchbeine pro Kurs sein, dann muss man dann immer so seitenverkehrt machen als Instructor. Ne? Muss man irgendwie, wenn man sagt dann, rechter Arm hoch, linker Arm hoch. Text lautet Hut, wenn es zum Klatschen kommt. War nicht so schwer, ne, oder? Komm, kriegen wir das nochmal hin, ohne dass wir es ankündigen müssen. Also eigentlich immer, wenn so der erste Arm hoch ist, dann wisst ihr schon, was passiert. Wer hat denn hier schon beim ersten Arm Hut gerufen? Hut! Okay, dann komm. Aber musst du so werfen, so, dann fliegt er tatsächlich am besten. 3, 2, 1, oh. Da kann ja keiner ahnen, dass hier so der Wind von der Seite kommt. Aber Schaki, jetzt müssen wir gucken. Diese Hüte müssen jetzt erarbeitet werden. Und ja, aber ganz klar, Jakob, für deine Unterstützung bekommst du jetzt schon mal einen Hut und einen großen Applaus vom Publikum. Okay. Wir machen nun Folgendes. Es geht um ein Preispaket. Und zwar ist das hier unser Preispaket. In dieser Tragetasche haben wir, und ich weiß, dass unsere ganzen Sachen, die wir so haben, immer sowas von gefeiert werden. Wir haben einen Schlüsselanhänger aus Elfkleber.
Kein limitiert. Baseball-Cap vom Landwirtschaftssimulator. Eine Trinkflasche. Und wir haben den Landwirtschaftssimulator 22. Als Vollversion natürlich. Vollversion. Dazu kommt natürlich auch noch ein rechter Hand. Der kommt noch rein. Ebenfalls dazu kommt noch ein zweiter. So der Sonntagsmut dann, ne? Nehmen wir dann. Dann, was nehmen, packen wir noch rein? Ach komm, hier, ein paar Gummibärchen, ne? Und auch noch rein. Verpflegung. Oh, und dann? Wisst ihr, aus welchem Land der Landwirtschaftssimulator kommt? Also Giant Software? Aus der Schweiz, genau. Da gehe ich doch noch mal kurz eben hier in unseren Backstage und hole noch einen Sonderpreis, der ebenfalls in diese Tasche wandert. Und dann kann das Publikum schon mal in sich gehen, denn wir brauchen gleich zwei Familien. Das heißt, wir brauchen eine Mama oder einen Papa mit einem Sohn oder einer Tochter zusammen. Also das hier auch noch hier, das ist wieder wie, guck mal, wie bei Jakob. Nimm das mal und dann muss er gleich mal hochhalten wie den Champions League Pokal und dann rasten alle schon aus. Alleine schon, weil das hier unser Schokoladenbehälter ist. Guck mal, mach das mal und. So, bitte auch. Jakob, bitte einmal in die Tasche. Hast du den Landwirtschaftssimulator 22 schon? Nein. Okay, herzlichen Glückwunsch, du bist schon mal dabei. Jakob, was bist du denn mit. Papa, ich weiß es, ja. Ich hab angefangen mit Landwirtschaftssimulator auf dem Handy. Auf dem Handy. Und habt ihr einen PC zu Hause? Ja, haben wir, aber sonst, ich spiele jetzt den 20er auf der Nintendo. Okay, aber du würdest den 22er auch auf dem PC spielen? Ja. Wenn du ihn denn hast? Ja. Woran scheitert das bisher? Warum hast du den bisher noch nicht? Sind es die Schulleistungen? Was? Die Leistung in der Schule. Nö. Bist du gut in der Schule? Ja. Ja, ich finde, das ist ein legitimer Erkennung. Ja. Lieblingsfach ist? Kunst. Lieblingsfach Kunst. Also ein Kreativling. Wir bräuchten dann entweder Papa oder Mama noch auf der Bühne. Denn es wird jetzt eine, da kommt der Papa. Mama steht da vorne, denn es wird jetzt gleich eine Familien-Challenge geben. Wie heißt der Papa denn? Der Papa heißt Rufen. Der Rufen. Herzlich willkommen, Rufen, hier auf der Bühne bei uns. Also, Jakob und Rufen sind Team Nummer 1. Jetzt brauchen wir ein Herausforderer-Team. Das heißt, entweder auch, also es muss eine Familie sein, Papa, Mama und das Kind dabei. Das wäre ja natürlich ein super Duell, oder? Papa und Sohn gegen Mama und Tochter. Haben wir die Konstellation hier? Ja? Okay, dann kommt hoch. Also, Mama und Tochter. Ich bin's. Ja, Rosi kommt gleich auch noch. Bibi ist versprochen. Okay, dann freuen wir uns auf den. Also, Applaus selbstverständlich für die beiden Herausforderinnen. Und das sind. Hélène und Nicole. Hélène und Nicole, auch für die beiden einen großen Applaus. Hast du den Landwirtschaftssimulator 22 schon? Hast du nicht. Das heißt, dann ist es natürlich perfekt. Was wir jetzt brauchen für euch ist jeweils ein Bürostuhl, ein Gamingstuhl. Ja, wir werden eine Runde Extreme Noble Sharing spielen. Noble Sharing ist unser Partner, der ist auch bei der FSL dabei. Von dem bekommen wir diese schönen Stühle zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich vom zeitlichen her
bisschen blöd, dass wir gerade gleichzeitig noch was sagen, aber ihr versteht uns noch, ja? Okay, gut. Also, beim Extreme Knowledge Sharing geht es jetzt um Folgendes. Die Kinder nehmen Platz und die Eltern müssen diesen Stuhl in Bewegung bringen. Und zwar geht es um diese goldene Mitte. Aufgabe ist es, ihr habt gleich einen Probeversuch vorab, Aufgabe ist es, mit dem Stuhl durch einen Schubser den Stuhl in Bewegung zu setzen und ihr müsst so nah wie möglich an die Mittellinie kommen. Das heißt, wir werden drei Durchgänge haben, das Team, das am Ende am nächsten dran gekommen ist, das heißt dann mindestens zweimal, hat gewonnen. Unsere Preistasche mit dem einen oder anderen. Aber auch Vollversion, Baseballcap und so weiter. Seid ihr sehr nervös? Ja? Hat die Mama gutes Fingerspitzengefühl? Werden wir gleich sehen. Der Papa? Ist er super drauf, auch immer, Jakob? Ja. Okay, dann ja, dürft ihr einmal einen Probeversuch machen. Wollt ihr anfangen? Okay, kurzer Probeversuch. Und das war mit viel Schmackes und geht deutlich drüber. Wenn es drüber geht, dann ist der Versuch ungültig. Dann könnt ihr nur hoffen, dass die anderen es genauso machen und dann würde es einen erneuten Versuch geben. Jetzt euer Probeversuch auch. Konzentrierter Blick hier von Ruben. Und da hat er schon ein gutes Fingerspitzengefühl in diesem Moment. Ja, da wird schon applaudiert vom Publikum. Das ist der Probeversuch gewesen. Aber es geht schon auch noch so ein kleines bisschen näher. Das ist gar keine Frage. Jackie, vielleicht kann ich dich bitten, das Treppband mal zu nehmen, weil wir wollen schon eine Markierung setzen. Manchmal muss man tatsächlich noch mal nachmessen. Haben wir alle schon gehabt. Aber wir markieren. Also entscheidend ist die Rolle, die der Mittellinie am nächsten ist. Ja? Der, also die Rolle, tatsächlich von dem Spiel. Du solltest, Jakob, deine Füße am besten hochnehmen. Du darfst natürlich nicht bremsen. Darfst du auch nicht. Und nee, ist schon okay. Du darfst nur nicht bremsen. Ihr könnt euch einfach entspannen. Ja? Ihr habt nicht die Arbeit, ihr habt nur die Aufregung. Wenn es geht, für euch beide um ein tolles Beispiel. Okay. Ja, lassen wir den Damen. Genau, Ruben fängt an mit dem ersten Versuch. Und er nähert sich jetzt dem ersten Versuch. Konzentrierter Blick, er braucht nicht nur das Gute für Ruben. So, und da ist der erste Versuch. Und das ist, ja, natürlich ein persönlicher Rekord, so nah, aber noch nicht wegschieben. Wir müssen das Ganze jetzt hier markieren. Das macht der Schacki, der hat auch wochenlang vor der Messe nichts anderes gemacht, als so markieren zu setzen auf dem Boden. Und jetzt heißt es für euch, bei eurem Versuch näher ranzukommen an die Mittellinie. Nicole, los geht's. Auch die Unterstützung wird gewünscht. Und das war, ja, ein Versuch der Kategorie süß. In der B-Note muss ich sagen, überragend. Also so viel dabei gestrahlt, das war ein toller Versuch. Aber Schacki, auch wenn das gut gemeint ist, ich glaube bei dem Versuch, da müssen wir noch nicht mal kleben gerade. Der erste Punkt geht an das Männerteam. Also, Jakob, da hat der Papa, der Ruben, einen guten Versuch hingelegt. Wollt ihr, dass die Männer wieder vorlegen? Okay. Ihr seid in Führung, ich denke, das ist auch okay. Zweiter Versuch. Und jetzt guckt mal, wie Ruben in sich geht, wie einst Alberto Tomba vor dem Slalomlauf. Ne? Wer kennt Alberto Tomba noch? Habe ich mir gedacht. Nicht so viele, ne? Slalomläufer, Skifahrer. Der war überragend, okay. So, also. Ja, das macht er ganz geschickt. Vielleicht durch erbrochenes Bremsen dann nachher. Noch das ein guter Versuch. Ja, da könnte ich schon manchmal fast den Verdacht hegen, er möchte ein bisschen angeben, dass er hier vorher auch noch eine mit einer Umdrehung macht. Wollen wir mal gucken, ob das gut ausgeht. Euer Versuch. Sehr gut. Und jetzt sind wir, der Ausgleich muss jetzt kommen.
Also das ist tatsächlich so, wenn ihr diesen Punkt nicht macht, dann geht dieses Spiel mit 2:0 an Uwe und Jakob. So. Gut. Willst du nochmal Unterstützung oder lieber Ruhe? So, nochmal. Alle Hände ist oben. Ohne Hut, ne. Wir fangen langsam an zu klatschen und sagen einfach, hey. Wirklich ziemlich knapp. Oh, das ist jetzt wirklich richtig. Ah, ich höre gerade hier, die Regie meldet sich. Ah, okay, wir haben ein Novum. Ah, okay, gut, ja. Ah, ihr habt es gesehen, okay, gut. Ja, also die Regie hat gesagt, netter Versuch, Tobi. Dieses Spiel geht tatsächlich an Jakob und Ruben. 2:0, wir werden ja dran. Aber guck mal da, die Regie. Sie hat es aber auch vernommen, dass von mir durchaus ein guter Wille da war, der natürlich auch vom Publikum so getragen wird eigentlich, ne? Dass man versucht, irgendwie beide zum Glück zu bringen. Und deswegen wurde vorgeschlagen, wenn das Publikum dafür ist, dass ihr zwar nicht die Tüte bekommt, aber zumindest eine Vollversion des Landwirtschaftssimulators. Machen wir es mal, ja? Super! Das heißt, guck mal, da hinten der Lars ist schon auf dem Weg. Für euch gibt es hier das Preispaket, das könnt ihr auch nochmal feiern. Nochmal herzlichen Glückwunsch! Sensationell, Extreme Norbischel, da ist er, guck mal! Komm, Jakob, wir fahren. Ruben kommt auch mit. Kommt nochmal hier hin. So, das ist nämlich, aber komm, wir feiern zusammen. Wir feiern auch den zweiten Platz. Da gibt es den, ach, sogar auch noch mit einem Schlüsselband hier. Euer Preis, natürlich. Für den Nachwuchs. So, und jetzt kommt mal hier nach vorne. Komm mal hier hin. Und wir machen das. Jakob, du auch noch. Einmal hier rüber. Und ich weiß gar nicht, hast du Rosi schon gesehen, Lars? Also ich weiß gar nicht. Okay, Rosi ist gesichtet worden. Aber wir machen das jetzt folgendermaßen. Ein letztes Mal holt ihr euch noch den Applaus vom Publikum ab. Und zwar, geht jetzt gleich. Wir gehen, nähern uns immer weiter den Bühnenanfang, ja, also hier vorne, wir gehen in diese Richtung und wenn wir dann die Hände hochnehmen, dann genießt das einfach, denn dieser Applaus, der gleich kommt, ist nur für euch. Also fangen wir mal, der ruft mir. Wir brauchen noch wieder einen Praktikanten hier für die Bühne. Okay, also, wir fangen leise an und wenn wir weiter nach vorne kommen, werdet ihr lauter und die Eskalation kommt, wenn ihr die Hände seht, okay? Super mitgemacht. Viel Spaß weiterhin. Das war eine tolle Runde. Extreme Noble Sharing. Und der Wunsch war da, dass Rosi endlich kommt. Denn Rosi wird das Publikum zu dem einen oder anderen rechter Arm, linker Arm bringen. Ich weiß, ihr möchtet unbedingt einen mit nach Hause nehmen. Aber reicht denn überhaupt ein? Oder sollten wir vielleicht noch einen dazulegen? Oder vielleicht noch einen? Oder vielleicht, Chucky, sollten es ein hier ist die Kiste Hüte und hier ist Rosi für euch. Und das sollte auch machbar sein, dass wir es hinbekommen. Die beste Kuh aller Zeiten! Rosi! 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 Ah, ich merke, ihr wollt keine Hüte haben, oder? Ah, die Stimmung lässt ein bisschen nach. Wer ist denn schon erschöpft? Wer ist denn heute den dritten Tag in Folge hier? Vierten Tag in Folge?
zweiten Tag in Folge. Wer ist den ersten Tag hier? Ja, Leute, das kann aber nicht sein, dass hier die Energie schon so stark nachlässt. Also da muss ein bisschen was mehr gehen. Rosie, du bist ja auch... Rosie braucht auf jeden Fall ein bisschen Stimmung, oder? Also nochmal. Rosie wurde damals bekannt. Rosie war tatsächlich in der Tagesschau. Und wisst ihr wobei? Beim Stage Diving, ganz genau. Also das war Weltklasse. Ihr wart live dabei, ihr habt mit angepackt und heute werden noch einige in den Genuss kommen, auch dabei zu sein. Unser Cowsurfing, so haben wir es dann genannt. Und Rosie, wir müssen dich natürlich fragen, hast du überhaupt Lust heute? Stage Diving mit Rosie, sie ist auf jeden Fall dabei. Und als Gewinn, ja, machen wir Folgendes. Weil die Durchgänge heute irgendwie so unfassbar lang sind, machen wir das gleich kurz und knapp. Wenn ihr das geschafft habt, Rosie gleich per Stage Diving einmal so im Halbrund durch das Publikum zu bringen, hier muss sie dann wieder ankommen, dann zählen wir nur, wirklich, wir quälen euch dann nicht mehr länger. Wir erwarten von euch nichts mehr, kein Geschrei und gar nichts. Wir wollen dann nur einen einzigen finalen Countdown und dann hauen wir alles raus. Okay? Machen wir so. Eine Bitte jetzt an der Stelle, kommt ein bisschen nach vorne, denn ihr müsst das Gewicht von Rosie, aber keine Sorge, Rosie hat heute ein moderates Gewicht, ja? Aber trotzdem macht es Sinn, auf jeden Fall die Kräfte zu verteilen, das Gewicht zu verteilen auf mehreren Händen, das ist super. Rosie, ich nehme dich mal an die Hand. Chucky, was traust du dem Publikum zu? Glaubst du, da geht was? Ich glaube, die können das, ja. Ja. Ganz wichtig, diejenigen, die gerade nicht tragen, die müssen natürlich anfeuern, weil das ist schon auch anstrengend. Ne? Das heißt, wenn ihr angefangen habt und ihr habt dann die Hände frei, dann macht ein bisschen Stimmung, macht ein bisschen Alarm. Rosie, okay, also. Es geht für Rosie jetzt gleich rückwärts ins Publikum. Das heißt, die Hände müssen schon mal oben sein, und zwar von allen. Wo sind die Hände? Wer nimmt Rosie zuerst an? Hier vorne, kommt noch mal ein bisschen näher. Wir müssen noch ein bisschen näher kommen. Cowsurfing! An diesem Samstag auf der Gamescom in 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey, hey, hey! Das geht weiter! Das ist ein Anstrengend, das ist auch cool, ja? Und passt auf eure Hose auf! Und noch weiter geht's, weiter. Und die getragen haben. Ihr müsst abfeuern, Leute! Genau, einmal hier bei mir dann. Oh, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Nochmal ein bisschen anfeuern hier. Und was soll man sagen? Rosie hat zwar eine kleine Blessur davon getragen, aber ihr habt es geschafft! Und jetzt gibt es für euch einen. Ich will wirklich jeden, also auch für die, die dazugekommen sind. Das ist die leichteste Choreografie aller Zeiten. Ja, werdet ihr nie vergessen, ihr werdet die auch nachts bringen, wenn ihr zwischendurch mal wach werdet. Rechter Arm. Linker! Hut! 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 Oder doch? Hüte! 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 Ah! Ich sehe das nicht so in die Länge, aber ich habe was ganz, ganz Wichtiges noch vergessen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Hüte! Der Hinweis, dass wir Kinder im Publikum haben. Wo sind die Kinder? Einmal die Kinder aufzeigen. Ja, manche Hände, die sieht man gar nicht. Hier muss schon hochgehoben werden. Leute, folgender Deal. Wir hauen jetzt gleich die Hüte raus. Ihr gebt den kleinen Kindern im Publikum jetzt noch die Zeit, aus der
Menge rauszukommen. Und die kleinen Kinder, das heißt, ja, ich denke so bis 12 Jahre, holen sich gleich im Anschluss an der Seite den Hut ab. Ist das was? Machen wir so? Genau. So manche so anderthalb. Ich finde, das ist super. Also, alle kleinen Kinder, macht euch keine Sorgen. Auch du bekommst gleich einen Hut. Muss sich nur ein bisschen gedulden, weil wir die anderen jetzt raushauen. Ja? Also passt wirklich auf die Kinder auf. Passt auf euch auch auf. Auch hier. Also du bekommst auf jeden Fall einen Hut. Ja? Und für den Papa ist es vielleicht gerade anstrengend, weil nicht, dass gleich gedrängelt wird. Wir werden auch in die Richtung werfen. Das heißt, kommt ihr einfach gleich ganz entspannt. Lars, hast du Lust mitzuwerfen? Ja, ne? Ich glaube... Rosie möchte mitwerfen, Lukas wirft mit, Niklas, komm! Niklas, Niklas! Wir verteilen uns mal schön ein bisschen. Also an den Seiten wird für die Kinder werden die Hüte nur ausgegeben, wir werden nicht zur Seite werfen. Aber so in diese Richtung. Ich guck mal ganz. Ich mache mal kurz für uns allgemein so ein bisschen den Lautstärke-Check und guck mal, ich halte mal nur die Hüte nach vorne. Mal schauen, ob ich alle alles sehen. Da geht noch ein bisschen mehr. Nochmal. Alle qualifizieren. Alle. Alle. Nehmen jetzt die Hände hoch. Hey Leute, habt ihr keine Puste mehr? Alle. Es gibt nur eine Regel. Alle. Alle oder keiner? Oh. Und die Hände. Hier kommen ein paar Schlüsselbänder für euch auf. Für die besten Fans auf der Gamescom, die Fans vom Landwirtschaftssimulator, die Spieler und Spieler vom Landwirtschaftssimulator oder auch einfach diejenigen, die immer wieder zum Feiern hierher kommen. Wir freuen uns über alle, die jetzt gerade hier mit uns zusammen sind. Geht's euch noch gut? 17 Uhr, unser abschließender Durchgang heute. Und jetzt kommen hier nochmal die letzten Hüte. Wo seid ihr? Wer hat noch keinen Hut bekommen? Noch zeigen wir alle auf, die schon Hüte aufgesetzt haben. Ja, aufsetzen ist natürlich Pflicht. Wer hat ganz hinten keinen Hut bekommen? Wer möchte unseren transparenten Designerhut? Atmungsaktiv. Atmungsaktiv in der Limited Edition. Hier, gut. Komm hier, wir kommen zu den Weltklasse. Wenn es regnen sollte, ich weiß nicht, wie ist denn das Wetter draußen? Es ist nicht mehr so warm wie die letzten Tage, ne? Komm, wir machen so eine Special Edition raus. Einmal nochmal Limited Edition, transparenter. Rechter Arm, linker Arm, alle komm! Rechter Arm, linker Arm. Ah, ist das herrlich. Wollen wir noch ein Foto machen? Wir müssen unbedingt ein Foto machen, auch mit Rosie zusammen. Der ist super, ne, der Hut, oder? Rosie muss man unterschreiben. Wir haben jetzt mal die internationale Variante mit Y am Schluss gemacht. Ja, der Jan, der möchte gerne, Jan hat heute Geburtstag, übrigens ist unser Geburtstagsding geblieben. Komm, sieh mal einmal kurz alle. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you.
mit dem ganzen Publikum. Ne? Hier, Special Edition mit Autogramm von Rosie. Wer möchte denn hier die Limited Edition? Okay, dann machen wir mal kurz eben das Foto. Naja, für diejenigen, die jetzt direkt hier hinter sind, entweder habt ihr keine Lust auf das Foto. Ich komm, ich zähl mal kurz von drei runter und dann alle mal freundlich. Drei! Weltklasse. Feier noch schön, Jan. Wir freuen uns natürlich auf das ein oder andere Kaltgetränk später. Ja, jetzt machen wir genau das, was wir vorher schon angekündigt haben. Ich möchte das aber... Wollt ihr noch ein paar Weingummis? Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nee, jetzt kann man hier habe ich schon wieder zu viel nee, rausgehauen? Aber guck mal, wir sind ja am vierten Tag. Ne? Wir haben alle gefeiert, wir haben den Niklas gefeiert. Aber der Mann, der den Zaun macht, den haben wir doch gar nicht gefeiert. Das ist der Nils, der macht den Zaun seit vier Tagen. Und ich finde, da kann man wirklich aufmachen. Ohne ihn würden wir gar nichts hören. Ich habe ihn gerade zumindest mal kurz erwähnt, aber der Nils, der vergisst seinen eigenen Namen immer. Also, wie heißt der beste Tontechniker aller Zeiten? Nils. Für alle anderen 17 Uhr geht es weiter.